Ekran! Ekranen geben dich ab, aus Wahnen wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott euch das Leben ranen. Mit Jünd S. Eduard Kiesbrecht. Willkommen, lieber Freund. Willkommen von der Autorität Programm Ekran. Und auch willkommen, Joni. Willkommen, Heidi, dass ihr von der hier dabei seid. Von der habe ich ein wichtiges Thema beantwortet. Wo ist das, wenn du in einem fremden Joch lebst? Oder wo ist das, wenn du in einem fremden Gespann lebst? Und das hier, ich sage, fand ich diese Frau in Wirklichkeit, aber in Wirklichkeit ist das eine sehr biblische Frau. Wenn es in der Bibel redet, auch davon in einem Bibelfers besonders. Und den kannst du mal lesen, Joni. Ja, in 2. Korinther 6, Vers 14 und 15 redet davon, das sagt er so: Lot ihr nicht hauptspannen, mit so einem Wort nicht geläufe. Wie das Wort kann die Reichtigkeit mit eurer Reichtigkeit zu tun haben? Oder wo kann Licht mit der Distre Gemeinschaft haben? Kann Christus mit Satan sterben? Was haben die, die geläufe, taub mit die, die nicht geläufe? Ja, so, ich glaube, das Bibeltext ist sehr klar. Heidi, kannst du den mal erklären können? Na, was wartet manchmal es? Oder Paulus fragt einfach, was wartet es, wenn wir uns einfach mit Menschen taub daunen oder uns befreien, die nicht denselben Weich gehen aus wie das. Es ist, wenn du wirst ein Piet oder ein Ass mit einem Hund taub spannen. Das wird nicht schaffen. Das Piet wird noch mal so viel Kraft machen oder der Ass. Aus dem Hund. Der Hund wird ballen, in dem wird nicht so ranen können oder hat oft nicht so eine Kraft aus dem großen Tier. Man kann auch das Dunkle und das Licht, wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Wenn du einmal das Licht anmachst oder wenn du ein tolles Licht anmachst, dann ist es nicht mehr dunkel. Also die zwei Sachen, die gehen nie taub. Die können einfach nicht taub sein. Wenn es überdach ist, dann ist es überdach. Und wenn es danach ist, ist es danach. Und ich glaube, das ist hier ganz klar. Hier reden wir dann über ein Christ und ein Nicht-Christ. Wenn sie taub sind, dort wird immer nicht richtig treiben. Wenn es der eine wird so treiben und der andere anders, in dem Mathe entweder oder dort schafft einfach nicht gut, wenn einer von den Nicht-Christen ist. Und wie denkt ihr auch vielmal, dass es eine Sache bloß für eure Paare oder bloß für einen Partner oder wenn man befreit ist. Aber ich denke, das geht viel wieder. Wo mir das auch macht, wenn du mit Menschen schaffst, die nicht an Gott glauben, oder wenn du mit denen zur Schule gehst, oder wenn du mit denen einfach in deiner Familie, wie viel Energie verlieren wir mit Menschen, die nicht an Gott glauben. Ich denke, dass wenn du einen Hof hast mit jemandem, der nicht an Gott läuft, oder eine Fabrik, oder was immer, wenn du mit jemandem willst, taub schaffen, und der ist ganz jen Gott oder jen Christus, der hat ihm nicht in sein Wort, das ist es viel schwander, als wenn du mit jemandem taub arbeitest, der Jesus chant. Auch wenn du Freund hast, weil schwer ist, dass wenn wir immer waren, mit Menschen reden und taub kommen, die einfach nicht leben, die einfach ein Leben, was Gott nicht gefällt. Das fühlt sich dann so, das passt nicht taub. Einer passt nicht mit den taub. Wenn einer Physik vielleicht erklärt oder so, aber das kommt nicht an. Das gibt einem niemals eine ganz wertige Stimmung. Und wir sind hier nur so weit auf dem Timer, aber vielleicht fragen sich eins nach, was ist ein Joch, vielleicht weiter alle, was ist ein Gespann. Eins haben verschiedene Wörter, aber in diesen Bibeltext, eins verstanden hat aus dem Joch und eins aus dem Gespann. Was ist das erreicht? Na, ein Joch, das in Paraguay vor viele. Was am Land leben, die Einheimische. Die fahren nach vielen mit einer Asse, zwei Asse taub gespannt, mit einer Karretta da hängen ran. Und die haben dann. Ein Anhänger, ja. Ja. Oder eine Karretta. Ja, ein Piertwagen oder so, ein Assewagen. Und die haben dann eben am Genick einen Halt gelegt. Und mit dort sind die beiden taub gespannt. Die tragen das taub an. Und so schlafen die dann den Verlauer. So, ja, und das, was immer das Brat, du erst eins hinein und dort gespannt und eins hier, so
standen down. Aber was würde nicht lauten, wenn du ein Ass würd tragen und ein Hund würd taub tragen? Was lautet dort? Das schafft nicht. Das würde nicht schaffen. Das weiß wie alle, das Ass geht nicht mal, das kann nicht mal andenken. Das würde auch sehr scheif machen sein, wenn es sind verschiedene Größen. Der Ass ist der Größen, der Hund ist viel kleiner. Und du kannst den ganzen Hund da anbringen, aber der Ass ist immer noch geraten. Und das Ass kriegt, woran das geht. Und ich glaube, so ist Heidi sieht, wir können das alle wieder näher nehmen. Aber in Eihe, ich glaube, du hast ein von der Weisheit erwähnt, dort ist mit der Person, wo einer wahrscheinlich am meisten wird taub sein in seinem Leben. Und wenn dort eine Person ist, die ohne ins Hand reicht, das ist du, dann wird das immer schwer in deinem Leben sein. Und was sagt dort ein Sprich in 21 Vers 19? In Wirklichkeit lacht mich den Vers ein bisschen, wenn ich an den denke. Das ist ein bisschen so ja direkt. Dort ist besser in der Wildnis zu leben, als mit einer striderischen Dalle früher taub wohnen. Das ist besser in der Wildnis zu leben, als mit so einer Früh. Und das ist einfach ein komischer Text, wo das sagt, dass das nicht gehört. Wie weit denn nicht so in Christus, aber nicht diese striderische Früh. Aber wenn der nicht immer reinträgt, das wird nicht leicht sein. Und so ist es auch in jugendlichem Leben. Heidi, kannst du vertellen, was in deinem Leben mal sich aufgespielt hat, diese Situation? Na, vor ein paar Jahren, als ich noch nicht mit Eduard taub war, dann war ich mit einem anderen Boyfriend oder Novio oder was immer das heißt. Und die waren eigentlich nicht ein Christ. Er hat sich mal beziert, aber er lebt nicht mit Gott. Und das ist sehr schwer. Das habe ich ein paar Jahre versagt. Und ich trage dann und sehe, weil wir nicht die Church oder weil wir evangelisieren fahren. Und ich fahre auch manchmal mit und versagt auch manchmal. Aber innerlich kann ich niemals seine Woche ändern. Und das wird sehr schwer dann. Und ich kann mich nicht vorstellen, wenn ich mich mit dem befriedet habe, wie schwer das nun wird sein. Ich glaube, viele Menschen die ändern, wenn sie befreien. Aber wenn sie nicht ändern, das kann bloß schwer sein. Wenn du mit jemandem taub wohnst und du hast versprochen, du wirst dein ganzes Leben mit einer Person taub sein, die einfach nicht mit dir mitträgt. Kannst du diese Person nicht bloß einfach evangelisieren oder von Jesus anreden? Nein, ich denke, ich habe das lange getan, aber ich denke, dass die Mission, die wir auf dieser Erde haben, oder dort einfach wird wie aus Mission von Gott für uns Leben hat, dort soll nicht sein, den Partner für sich zu bechieren oder für sich zu überreden, dort er soll sich bechieren oder mit Jesus leben. Ich denke, wie soll so ein Mensch aussehen? Ich weiß, wie machen sehr viele Fehler, aber wie soll so ein Mensch aussehen, der uns wirklich wiederhalbt, der uns hilft, zu wissen, der wirklich stark an Gott ist, dass es ein Pool ist. Und man soll seinen Strang trägt. Ja, der einfach stolz ist, dass man, wenn man nicht mehr kann, dass man sich an dem holen kann. Nicht, dass man dem noch schuhe soll, dass er auch mit Gott leben soll. Ja, übrigens, du kannst dir niemals weiter aus, der sich noch mal betieren wird oder nicht. Und du bleibst mit Hoffnung leben, das ist eigentlich auch nicht. Aber ich denke immer, man ist niemals so blind, als wenn man verliebt ist. Wenn es wird selbst so blind, das ist eine Frau. Johnny, kannst du mir das beantworten, wenn es wird erstmal so blind? Nein, ich glaube, zum Teil, man so verläuft, man war bis die eine Person und mit der taub sein und dann sieht man, dass die vorher nicht in einer Welt auch nicht sein. Ja, einer merkt sich selbst taub für ja, vielmals merkt man sich taub für die, wenn irgendein Freund einen unredet oder. Mhm. Und man geht da so viel schwerer, ja, man. Man hielt einen Schritt in jedem innerlichen Mist kaputt, man verreigt Mist. Ja, weil man ist so blind. Ja, und man glaubt, ich weiß, was ich da. Und, ja. Aber und in diesem Sinn stimmt das wirklich. Vielleicht sind dort merkt die blind. Mhm. Aber ich glaube, das ist trotzdem wichtig in jeder Beziehung oder so. Ich weiß, wenn man wirklich verläuft ist, dort merkt die so viel von dieser Person. Dass das alles ewig deichert hat. Das gibt sogar ein Bibelfers, wo das sagt, dass der Leib, der deicht vieles in der Tau. Ich weiß nicht, ob das ein Reich der steht, das gebraucht, aber ich glaube, das gibt uns ein Beispiel, dass wenn du verläuft bist und du Leib bist, das deicht alles ewig Tau. Du sitzt dort nicht, du bist wirklich. Aber was ich jeden einen Mut merke, wenn du in so einer Situation bist,
Und du kannst glauben, dein Freund oder deine Novia oder deine Girlfriend oder Boyfriend, das ist der beste und der beste Christ. Und du bist blind, vielleicht bist du blind, vielleicht nicht. Aber versuch dich einen Moment allein zu tragen und frag dich wörtlich, ist das eine Person, die mich gut kennt? Schreib einfach mal ab, wann können negative Punkte sein? Sieh einfach mal ein bisschen negativ eingestellt über diese Person, dass du dort wirklich all fairer überleicht hast, als das der reiche Person ist. Wenn sie mit so vielen Personen geredet, die rot befriedigt sind, dann sei, oh, ich bin so blind, ich bin befriedigt. So viele Menschen haben mich angeredet, tut das lieber nicht, weil ich bin blind, ich habe es getan. Dann sehen sie du und weiter mehr nicht wieder. Und ich denke, man soll auch auf diese Menschen hier, wann man taub ist mit so einer Person, dann kommt manchmal eine ältere Person oder deine ältere oder deine gute Freundin sei die dort. Und ich weiß, wie wollen dort dann nicht hier. Aber Lothar, wenn man dann wirklich darüber denkt, dann hat die Menschen recht. Mhm. Und was ich auch denke, wie seine, dort ein Ehepaar nicht schafft, dort der Mann oder die Frau, der Mädel oder der Jung, nicht in jedem in Leben mit Gott haft oder mit Christus, dann soll wie durchgehen in das Mensch sein, weil es wird es nicht richtig, was du das. Was nicht schaffe, ja. In meinem Leben hat das viele Menschen gesagt, ich will das dann nicht hier. Aber von daher bin ich Gott sehr dankbar, dass ich das irgendwann gehört habe. Und ich will wirklich Mut machen, dass wir reden, dass wir nicht still sind. Das ist eine Entscheidung, die ist sehr wichtig, dass man nicht wieder geht, wenn das nicht gut ist. Ja. Und ich habe einen Lehrer, der sagt so zu uns, dass ja, du sind Reichte und du kannst die Erde lesen, wohnen du was. Also das ist mir wichtig, dass ja, nicht bloß das ein Mensch, was ich nur kriege, vielleicht verläuft an sie, dass ja viele, man wie wörtlich ernsthaft daran betet, dann erhielt Gott einen seine Bete viel deuper, als was einer selbst glaubt kann. Ja, und ich früher ein Mensch, kann ein Christ, ein Nicht-Christ sich taub, kann er sich befreien? Ja, da kann er sich befreien. Wenn er will immer einen Feind im Haus haben, dann soll er das tun. Und ich glaube nicht, dass du einen Feind im Haus haben, du willst einen Freund in deinem Haus haben. So, ich möchte die Mut. Seh dir eine Person, die Gott mit ganzem Kraft nur fällt und du auch das Saal siehst, dann wird all sehr vieles viel leichter gemacht sein. Gott sei mit dir. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.